Hallo ihr Lieben, in diesem kurzen Video zeige ich euch, wie man Kapitelmarkierungen in YouTube-Videos einfügen kann. Also hier seht ihr mein Video und hier sind verschiedene Markierungen, habe ich da eingestellt. Hier unten seht ihr auch das nochmal erwähnt, hier Intro, Unboxing, Setup und so weiter. Also als erstes, was ihr machen müsst, ist es wirklich ganz einfach. Ihr macht euch eine Liste. Wie hier meine Liste, hier 0.00 Intro, 1.05 Unboxing und so weiter. Was ganz wichtig ist, sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ihr müsst den ersten Punkt sagen, 0.00. Könnt ihr Intro machen oder anfangen, was auch immer ihr sagen wollt. Das ist sehr wichtig, 0.00 und dann macht ihr eure Liste. Ihr braucht auch nicht diesen Bindestrich erwähnen, das ist nicht notwendig. Und was auch noch wichtig ist, ist eben dieser Doppelpunkt für diesen Zeitpunkt in dem Video. Und dann geht ihr auf Edit, also Bearbeiten eures Videos. Dann gebt ihr das hier in der Beschreibung, diese Liste rein, genauso wie ihr das habt. Also wie gesagt, 0.00 Intro, Anfang. Ihr könnt auch das weiter unten erwähnen. Ihr könnt zum Beispiel hier diese Beschreibung, habe ich hier drunter gegeben. Ihr könnt das auch hier mit erwähnen, unter der Beschreibung direkt. Ich zeige euch das mal. Dann klickt ihr Speichern. Also hier seht ihr, es kommt trotzdem, die Kapitel werden angezeigt hier. Also hier ist meine Beschreibung, dann kommt diese Kapitel und dann wird es auch noch erwähnt. Also wie gesagt, sehr wichtig ist eben 0.00 Anfang. Ihr müsst den Bindestrich zwischendurch nicht erwähnen. Ihr könnt direkt Intro oder Anfang machen, ohne diesen Bindestrich und eben diesen Doppelpunkt dazwischen. Das ist wirklich so einfach.